Danke, Karin. Es ist echt cool, dass du da bist. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ich bin daheim. Und es ist so cool, weil überall anders, wo ich bin, muss ich mich immer zusammenreißen, wie ich rede. Aber in Salzburg, hoffentlich, darf ich so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Eben. Und du weißt eh schon, auf der TEDx-Bühne darfst du alle so reden, wie du willst. Ja, schau, er kommt in echt auch schon. Du bist großartig. Das ist sicher schon. Das lacht bei uns. Also, heute habe ich die Ehre, bei uns eben Karin Teigl, auch Konstantin K. in den Medien bekannt, bei uns zu haben. Unternehmerin, Bloggerin, Influencerin mit 300.000 Followern auf Instagram. Ja. Und heute bist du da, um mit uns über Träume zu sprechen. Wieso Träume? Weil ich finde, dass es ein unfassbar wichtiges Thema ist. Ich glaube, jeder, der jetzt im Raum sitzt, jeder kennt das. Man wächst auf und dann, man denkt sich früher so, mach ich einfach. Und entlang des Lebens, along the way, hört man immer wieder, das geht nicht. Nein, wie willst du das schaffen? Oder wird niemals funktionieren? Und man verlernt so ein bisschen das Träumen, weil dann immer gesagt wird, nein. Und ich finde, und das liebe ich an meinem Job, dass ich inspirieren und motivieren kann. Und ich finde schon, dass es nie zu spät ist zu träumen. Ich glaube, wenn du das einmal machst, dann hast du ein riesengroßes Problem. Und deshalb ist es ein bisschen meine Mission, die Message zu spreaden. Jetzt rede ich wieder Englisch. Also das Aussicht zum Schleidern, auf kurz Salzburgerisch gesagt. Und ich finde, es ist unfassbar wichtig und deshalb ist das so ein cooles Thema. Und wann hast du begonnen zu träumen? Eigentlich früh. Also mein Bruder ist auch Unternehmer, recht erfolgreich, auch in Salzburg, Martin Kaschwohnmeister. Und uns ist immer gesagt worden, wir dürfen träumen. Kein Traum war utopisch genug. Unsere Mama hat immer gesagt, und das ist die Philosophie, habe ich mir bis zum heutigen Tag bewahrt, scheiß da nichts. Und Entschuldigung jetzt, dass ich so schier rede, aber ich finde, es ist unfassbar wichtig, weil ich das heute noch mache und über das sprechen wir später auch noch. Diese scheiß da nichts Mentalität habe ich mitgenommen, bis ich jetzt fast 40 bin, bald ist es soweit, und bin immer gut gefahren damit. Und hast du irgendwas gehabt, was dir dabei geholfen hat, diese Träume zu verwirklichen oder nachzuverfolgen? Absolut. Und zwar was ganz, ganz Leichtes, über das spreche ich ganz, ganz oft, das ist mein Werkzeug, mein Tool, und zwar ist es mein Träumebuch-Ad. Und es ist nichts anderes als wie ein 0815 Heftel. Und früher war das so ein Album, und früher hat es den Otto-Katalog gegeben, und dann hat unsere Mama gesagt, schneid's einmal aus, was du alles haben wollt. Und dann haben wir das ausgeschnitten. Und so ist uns spielerisch beigebracht worden, egal ob ich da jetzt eine Villa ausgeschnitten habe, war vielleicht nicht so realistisch, oder ein Vorradl, damals waren Statussymbole. Jetzt natürlich bin ich erwachsen, ich bin immer noch Kind, aber da laut Bass bin ich schon erwachsen jetzt mittlerweile, mache ich das immer noch. Ich habe dieses Träumebuch und habe früh begonnen, wie ich mein Unternehmen gegründet habe, oder jedes meiner Unternehmen, mittlerweile sind sie ein paar, habe ich mir immer ins Träumebuch Ziele reingeschrieben. Und ich kann mich noch erinnern, jetzt haben wir mal im Vorgespräch, wie wir geplaudert haben, habe ich gesagt, okay, da steht drinnen und habe so durchgeplaudert. Mein erstes Umsatzziel damals waren 5.000 Euro und es war voll cool, das war eine Riesennummer und das habe ich dann geschafft, natürlich, logischerweise. Und es hat dann so abgekackelt, gell? Und das boostet ja auch dein Selbstbewusstsein. Und das ist schon etwas, es kostet nichts und das kann ich jedem mitgeben, dass man sich seine Träume notiert. Und ich finde das so, so wichtig. Aber Karin, das lässt du so einfach irgendwie anhören. Es kann nicht so einfach sein, oder? Doch, es ist wahnsinnig einfach. Und wir stehen uns oft selbst im Weg, weil wir alles zu zerdenken. Wir Menschen zerdenken uns und wir haben ganz viele Leute um uns, die Neinsager sind oder ganz viele Leute, die negativ sind. Und ich finde, es ist so falsch, weil es ist nicht schwer. Aber Karin, aber... Was ist jetzt eh? Das ist so schwierig. Naja, Kaffa, Heftel und schreib's auf. Viele Menschen glauben, dass sie gescheitert sind im Leben. Wo ist die falsche Einschätzung? Was sagt nochmal? Viele Menschen glauben, die wären im Leben irgendwo gescheitert. Okay. Wo haben sie sich falsch eingeschätzt? Ich weiß nicht, ich bin nur ein anderer Mensch. Ich bin jetzt nie irgendwie, dass ich an Scheitern denke. Für mich hat es nie ein Scheitern gegeben, weil jedes Fadel oder jede Hürde, die mir in den Weg gestellt wurde, habe ich mir doch diese Herausforderung. Und ich habe es immer versucht, ein bisschen umzuwerden in meinem Kopf. Und ich glaube, das ist auch wieder sowas, wir haben einen Stolperstein und du glaubst, die Welt ist vorbei, aber es geht immer weiter. Aber es geht immer weiter. Und ich finde, das ist oft so, dass die Leute schon hingehen mit der Einstellung und sagen, aber was wäre denn? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich haue es auf den Moped, sage jetzt das Wort nicht,
wenn wir sie direkt sagen. Und dann stehe ich halt wieder auf und mache weiter. Und das war immer so in mir drinnen, dieses Urvertrauen, deshalb habe ich diese, ich kenne die Fragen nicht, deshalb bin ich jetzt auch fast ein bisschen sprachlos, weil für mich ist es nicht gegeben. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass man vielleicht nicht immer sofort alles erreicht, was man bekommt. Geduldig sein. Geduldig sein. Mein Mann wird jetzt da umlachen, weil ich bin ungefähr der ungeduldigste Mensch auf der Welt. Gell? Hi. Jedenfalls, angenommen, super, du hast es geschafft, du bist erfolgreich. Viele können auch mit dem Erfolg nicht umgehen. Absolut. Ich glaube, dass viele along the way wieder Werte verlieren. Für mich war das unfassbar wichtig, wie ich meine Unternehmen gegründet habe, dass ich mal so meine Werte mir aufschreibe. Und so habe ich auch damals ins Träumebuch reingeschrieben, für was stehe ich. Und da rede ich jetzt nie, dass die Person auf Instagram oder die Unternehmerin, sondern ich als Person, ich als Persönlicher, das Karin Teigl. Damals habe ich noch quasi Karswurm. Super schöner Name. Übrigens, habe ich leider hergegeben. Auf jeden Fall habe ich aufgeschrieben, meine Werte. Und da waren Sachen drinnen wie authentisch sein. Deshalb rede ich so, wie ich rede. Deshalb bin ich so, wie ich bin. Ich wollte immer inspirieren. Und ich habe mir meine Werte aufgeschrieben. Und einer der wichtigsten Werte ist Dankbarkeit. Und dass ich nie vergiss, woher dass ich komme. Und Geld verdirbt. Das ist einfach so. Ja, wenn du sehr schnell sehr viel Geld verdienst, dann tendiert man dazu, dass man den Boden verliert. Aber wenn ich weiß, für was ich stehe, und deshalb bin ich so ein Fan davon, das aufzuschreiben, dann kann mir das nicht passieren. Also egal, wie erfolgreich ich bin, sobald ich glaube, ich habe es geschafft, ist es schon vorbei. Mhm. Das ist mein Moment. Sehr cool. Ich meine, viele haben, ich würde sagen, nicht unbedingt jetzt den Traum, den sie verfolgen wollen. Wie bist du auf deine Träume gekommen? Und ich sage es auch deswegen, weil wir uns heutzutage und überhaupt öfters mit anderen Leuten vergleichen. Social Media ist ein Riesenproblem, wenn es zu dem Thema Träumen kommt, weil oftmals suchen junge Menschen den Traum eines anderen zu leben. Weil die schauen mir das jetzt auf Instagram an und denken mir, mach, hat der ein schönes Leben. Und dann will ich das Leben auch haben, anstatt dass ich mal, und das ist nicht immer bequem, reflektiere über mein Leben, wo sind meine Stärken, was kann ich gut, und das ist oft, und was kann ich vielleicht verbessern, ich will nicht sagen, was kann ich schlecht, weil das ist negativ, aber wenn ich reflektiere und ein bisschen über mich selber nachdenke, dann komme ich auch zu meinen Träumen. Und ich glaube, das ist es, du musst ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern du sollst bei dir sein. Und nicht den Traum leben, was die Nachbarin, die Susi, jetzt erreichen will, oder die, derjenige auf Instagram, sondern was du willst. Und da darfst du nicht ablenken lassen, sondern musst bei dir bleiben. Aber Karin. Aber Ed. Immer dieses Aber, gell? Aber ich bin ja dafür da. Bitte, schieß los. Du hast ja 300.000 Follower auf Instagram. Ja, sind ein paar. Was heißt das? Sollen wir jetzt weniger auf Instagram sein? Unbedingt! Satz weniger auf Instagram. Also es ist mir jetzt wurscht, ob das jetzt meinen Job schmälert oder nicht, aber Social Media ist schon auch ein Störfaktor im Leben und Social Media ist nicht echt. Das ist einmal bottom line. Wenn man jetzt bei mir vorbeischaut, ich hoffe, jeder in dem Raum folgt mir jetzt dann, gell, noch ein paar Handel mehr. Das ist mir ganz wichtig. Nein, was ich damit sagen will, ist, es ist wichtig, dass ihr weggeht von dem Kasten und einfach bei euch seid, weil nicht alles echt ist. Und das ist mein Rat. Und ob das jetzt mein Business schmälert oder nicht, das geht um dich als Ad. Schau weniger rein und leb mehr dein Leben. Unsere Community. Ja, genau. Unsere Community. Ja, großartige Leute bringen so einen Schmäh. Voll. Wir sind locker. Genau, heute haben wir vorher. Alles klar. Also. Ich hab dir gesagt, mit mir wird's wie Fahrt. Habe ich dich enttäuscht? Großartig. Gut, dann haben wir noch. Also, wir haben vorher ein bisschen über die jungen Leute gesprochen. Und irgendwie ist die Frage auch gekommen, sind die jungen Menschen heute weniger mutig wie vor 20, 30 Jahren? Ich glaube, mutig ist jeder. Das ist einmal die Borderline. Aber, ich glaube schon, und ich merke das immer, wenn ich Vorstellungsgespräche führe für neue Positionen bei mir im Unternehmen, dass die Menschen bequemer werden einfach. Aber das kommt halt auch in Social Media ins Spiel, weil dieses Leben, das wir leben, schaut immer so leicht aus. Umso wichtiger ist es, dass man ehrlich und tacheles spricht, dass nicht immer alles so leicht ist. Aber ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass vielleicht die Jüngeren ein bisschen bequemer werden, weil sie einfach auch so aufwachsen und auch nur das sehen, dass alles so leicht geht. Umso wichtiger ist es, dass man halt da sitzen und reden und sagen, dass nicht immer alles so leicht ist. Genau, und was würdest du dieser Generation empfehlen? Hackeln. Also, ich würde sagen, ich soll jetzt einmal hackeln und ordentlich, weil du kannst nicht alles haben. Ich glaube, der Unterschied ist,
ich habe immer am Früh zu arbeiten begonnen und gewusst, was das heißt, und ich habe diese Statussymbole, ja, ich war diese schönen Taschen und so, aber ich habe immer gewusst, was das heißt, dafür arbeiten zu müssen. Und ich finde, diese Wertschätzung ist so wichtig und die geht halt verloren. Und deshalb ist wichtig, dass die alle mal gescheit hatteln gehen, am besten in die Gastro, weil da lernst du das Arbeiten. Und das ist so was, das geht ein bisschen verloren, und ich glaube, wenn sie das wieder merken, dann passt es auch. Ich will jetzt niemandem nahe treten, es sind ja nicht alle gleich. Ich habe ein tolles Team mit jungen Menschen, die alle Gas geben, und das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt solche und solche. Vorher haben wir über Social Media geredet. Ja. Du bist ganz präsent auf Instagram. Viele meinen, dass Instagram jetzt langsam vorbei ist, dass die Wachstumsphase vorbei ist. Wie siehst du das? Nein, also 80% der Menschen, die da sitzen würden, würden jetzt sagen, ja, die Zeit ist vorbei und es kann nicht mehr wachsen. Muss ich widersprechen aus dem Grund, weil wenn du für etwas stehst, wenn du eine Nische bedienst, wie zum Beispiel Freie Schnauze redst, die schaut man sich dann eher an und dann sagt man, bei der schaue ich vorbei. Und ich wachse immer noch und bin der beste Beweis dafür. Mal sind ein bisschen Flauten drinnen, aber grundsätzlich wachse ich noch. Und ich glaube, wenn man fleißig ist, die extra Meile geht und einfach auch ein bisschen anders ist und nicht der Einheitsbrei, der herumschwirrt mit beige Mäntel und schwarzer Haube. Das ist überhaupt nicht schlimm, gell? Komm, Ozean. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Mein Job, ich bin halt sehr schlicht angezogen, normal ein bisschen bunter, dann fällt man halt mehr auf. Und so ist es aber nicht nur bei der Mode oberflächlich betrachtet, sondern auch im Kopf mit Mehrwert bieten und so weiter. Du hast deinen Werdegang eigentlich mit Mode begonnen, New York, London. Ja, das klingt so gut, gell? Aber eigentlich bin ich aus Wagram. Jawohl. So schaut es aus, wenn du schrecken kannst. Seid einfach. Ja, fix. Jawohl. Wie kommt es von der Mode zum Unternehmertum? Ja, indem das man einfach arbeitet. Ich habe gewusst, Mode ist so zwar immer meine Leidenschaft, und das ist immer noch. Aber für mich war immer wichtig, dass ich inspiriere und motiviere und Mehrwert biete und eben auch aufrufe. Wir haben vorher über das Thema mutig sein gesprochen. Und ich muss da noch ein Beispiel nennen. Auch über das Thema Urvertrauen, weil ich glaube, da kann heute auch jeder, der da sitzt, das mitnehmen. Ich bin damals in mein Büro gezogen in Wien mit 180 Quadratmeter und habe nur Bügelbretter gehabt, was ich nie bedient habe, aber ich habe mir gedacht, kann man ja nutzen. Und das war mein Schreibtisch. Und null Mitarbeiter, aber 180 Quadratmeter. Jetzt denke ich mir so, eigentlich ein bisschen gestört, dass ich das so gemacht habe und sehr naiv. Aber da habe ich dieses kindliche Urvertrauen gehabt, weil ich wusste, ich werde es befüllen. Und mittlerweile ist das knackevoll. Es sind fast 10 Mitarbeiterinnen im Team. Und deshalb sage ich, manchmal muss man diese Scheißer-Nix-Mentalität haben und dieses kindliche Urvertrauen und mit dem Bügelbrett hinsitzen, ordentlich Gas geben, für sein Geld arbeiten oder halt nicht für sein Geld, aber halt für das, was man brennt, das wird gerne schon. Und dann funktioniert es auch. Sehr gut. Also hier haben wir einen riesigen Raum voller inspirierten Minds in dem Sinne. Was müssen wir tun? Was würdest du uns empfehlen, damit wir besser träumen können, damit wir unsere Träume erreichen können? Ich glaube... Sollen wir zuerst zum Libro schauen und ein Träumebuch holen? Ja genau, zum Libro einmal gehen. Oder gibt es die Libro noch schon, gell, heutzutage? Man kann ja alles online bestimmen, aber vielleicht geht es stationär irgendwo hin und kauft euch das. Ein Watschen, 0815 Heft, es muss nichts Besonderes sein. Und dann fangt mal auf, also an aufzuschreiben. Ich glaube, das ist einmal das Einfachste. Und ich glaube, was viele Menschen stehen sich selber im Weg, weil sie Dinge zerdenken und weil sie immer glauben, na, das teile ich jetzt nicht mit irgendwem. Und ich habe früh begriffen in meinem Unternehmen, dass ich mich dupliziere. Dass ich mir Menschen ins Boot hole für Dinge, die ich nicht kann. Weil ich kann so viele Dinge nicht. Ich kann mich gut anziehen, ich kann mich gut Schmäh führen, oder Ed? Voll. Kann man machen. Das ist das, was passt. Aber ich kann nicht so Computer zeigen. Ich habe einen Blog gegründet, ich habe nicht gewusst, wie man einen Blogpost aufgeladen. Woher soll ich wissen? Aber ich habe eine großartige Win-Woman ins Team geholt und habe gesagt, okay, bitte, wir sind ein Team. Und so fahre ich diese Philosophie bis heute. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben kann, dass nicht immer ihr glauben müsst, ihr müsst alles alleine schaffen. Holt euch Hilfe. Ich finde, das ist keine Schwäche. Ganz im Gegenteil, es ist eine Stärke, weil es zeigt, du willst wachsen. Und das mache ich bis zum heutigen Tag. Also Träumebuch, ein paar Leute vielleicht holen, müsst ihr alles alleine kennen und dann einfach arbeiten und träumen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jawohl, träumen. Karin Tagel, Constantly Kate, vielen Dank. Gerne.